Das sind Elliot und Isabella, die tollsten Rattenkinder der Welt. Gemeinsam erleben sie die spannendsten Abenteuer. Elliot ist eine Stadtratte und lebt im Rathausturm. Er liebt Bücher und reimt, was das Zeug hält. Elliot ist eher schüchtern, hat aber immer super Ideen. Und das ist Isabella. Isabella ist eine Landratte, wohnt im Wurzelwald und ist sehr mutig. Die beiden kleinen Ratten sind beste Freunde. Und dann sind da noch Bocki Bockwurst und seine Rüpelbande. Schrippe, Rucki und Zucki. Üble Gesellen, die nichts als Ärger im Sinn haben. Elliot und Isabella sind heute ratzemäßig aufgeregt, denn sie wollen in die Berge. Doch schon bald rückt ihnen Bocki Bockwurst mit seiner Rüpelbande auf die Pelle. Und dann landen sie auch noch in der düsteren Räuberhöhle. Wie sollen sie da nur wieder rauskommen? Ein Glück, dass Elliot immer eine gute Idee hat. Hand aufs Herz, Pfote in die Höhe, dreimal gespuckt und heilig geschworen. Elliot und Isabella in den Räuberbergen. Das neue Abenteuer von Ingo Siegner. Mit vielen bunten Bildern und kurzen Kapiteln. Ein großes Vergnügen zum Vorlesen. Für Kinder ab 6 Jahren.